Oblivion geht weiter, das ist toll. Es geht weiter. Ja, schauen wir mal. Heute habe ich vor, die schwarze Tür zu betreten. In unseren schönen Häuschen. Ganz chillig. Und unsere Säule da hinten ist auch noch am Leben. Zack. Da ist er ja, schau. Bei Asura, bei Asura, bei Asura. Es ist der Großmeister. Ich kann es kaum glauben, dass Tschüss. Ihr seid. direkt neben mir. Ja, ja, ja. Wir gehen mal vor die Tür. Ah, unsere Stadt. Aber ich muss meine Musik leiser machen. Ich hab's zu laut bei mir. Leiser. So. Jetzt endlich kann ich raustoppen aus dem Spiel. Folgendes. Wir schauen uns die Quests an, weil ich habe nämlich eine besondere Quest vor. Und zwar... Ich muss jetzt zum verlassenen Haus in der Stadt Jendinhal gehen und versuchen, die Tür im Keller zu öffnen. Wenn ich gefragt werde, muss ich antworten, Sanguin, mein Bruder. Um Zugang zu dem geheimen Zuflucht der dunklen Blutschaft zu erlangen. Sobald ich im Inneren bin, sollte ich mit Hueva sprechen. Schauen wir mal. Ist dann hier? War ich hier schon mal? Ich glaube, nein. Ich glaube, dieses Örtchen habe ich noch nicht betreten. Das heißt, wir gehen da schön zu Fuß hin. Wir haben da gestartet, da raus. Das ist der Blue Road. Wo war jetzt nochmal die... Ah ja, da, genau. Hier war, glaube ich, Umbra. Oder nee, oder hier war Umbra. Oder hier war Umbra. Ah ja, Vin Diesel. Ich habe mir Vin Diesel gemerkt, stimmt. Wir gehen einmal über die Brücke, oder? Weil da waren wir ja schon mal. Dann reisen wir mal da hin. Dann machen wir uns schön auf den Weg. Ah, oh, es ist dunkel. Oh. Also unser Pferd ist auch mitkommen. Weil eigentlich will ich immer ohne Pferd spielen. Was ist denn die Texturen passiert? Kann es sein, dass irgendein Mod nicht ladet? Ich hoffe nicht. So, wir gehen in die Richtung. Boah, ist das ein Wetterchen. Ist das ein Wetterchen? Oh. Es geht schon los. So geht es also los, das Spiel. Wir leveln mal unseren Bogen. Boah. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Batsch. Was haben wir da für einen Wert? 78. Ein bisschen Geld muss man ja auch machen langsam. So, gibt es hier Nierenwurz? Oh, das Wetterchen ist ja perfekt. Das Wetterchen ist ja perfekt. Was haben wir denn hier? Ihr habt gefunden, Sidri Askar Rune. Runestone. Ah. Kann wieder was Beschwörungen machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche ihn nicht. Das dauert eh nicht lang. Dann ist die schon wieder weg. Alchemie wollte man unbedingt auch mal machen. Alchemie. Muss man da mal überlegen, wann wir das machen. Oh, eine Kräppchen. Oh, das Wetter ist gerade so wunderherrlich. Und das meine ich sogar ernst. Aber pst. Oh, was haben wir denn hier? Wir sind aber schon... Mich dauert vorbei. Und dann
Ah, da oben. Okay, es ist nur ein weiter Weg. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt zu allzu sehr ablenken lassen. Sonst kommen wir ja nie hin. Und wie, welche Richtung gehe ich? Oh mein Gott, was ist das? Wir sind in einem Land vor unserer Zeit. Verdammte Kacke. Yes. Boah, 5 Pfeile wieder zurückkriegt. Aber wir entdecken die Orte auf jeden Fall, weil dann können wir uns ja wieder hinbeamen. Ich muss mir aber dann bloß noch merken, wo ich schon mal drin war und wo nicht. Ist wieder so ein Brunnen. Ein Well. Ein Weller Well. Hey. Das dauert halt auch nicht so lang. Ich finde das eigentlich ein bisschen doof, auf Zeit Buffs zu bekommen. Ich bin halt kein Zeitspieler, weißt du? Aber das ist auch wieder sowas. Komm da. Der ist ja gruselig. Wow. Okay, wir brauchen die 1. Oh Mist, ich bin nicht vorbereitet. Hey, ich treffe ihn gar nicht. So, ich bin gelevelt. Die Wand des Magiers, oder meine ich nicht? Hallo Amelie, wir sind noch... Ich bin hier ein bisschen am Genießen. Das Gewitter. Heute war ja so ein schöner Herbsttag. Heute war so schön regnerisch und dunkel. Das war genau richtig. So, da machen wir ein bisschen hier. Was haben wir jetzt hier? Ist das überhaupt eine Burg? Nee, ist keine Burg. Aber es wird angezeigt für... Ja, ich glaube, es gibt schon einen Eingang hier, ja, freilich. Also den Eingang werde ich wahrscheinlich jetzt nicht machen. Jetzt müssen wir uns mal irgendwie merken, welche ich nicht drin war. Wie kann ich mir das jetzt merken? Hallo Larius. Hallo Larius. Heute gibt es halt wieder kein Spiel für dich. Das ist halt eher wieder was für Erwachsene. Aber morgen können wir wieder Animal Crossing reinschauen. Aber ich kann... Ich lasse es jetzt einfach sein. Ich merke mir das schon. Wir sind auf dem Weg zur dunklen Tür. Ja, der James waited. Da ist der... Der gute James. Da ist er, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Ich hoffe, James, du hast jetzt wegen mir abgebrochen. Aber normalerweise spielst du nicht immer so lange, aber anscheinend gefällt dir das Spiel. Reiswaffe! Grüß Gott! Oh. Lange Streams. Das Spiel gefällt mir. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt keinen Oblivion gestartet hätte, hätte James jetzt noch bis 6 Stunden weitergespielt. Oh, der hat eine gute Rüstung. Boah. Alter, wie gut. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Bin gerade am Verhungern. Ah, gut. Dann macht ihr was essen. Und wir sind auf dem Weg, was das weißt. Wir sind auf dem Fußmarsch, nicht beamen, auf dem Fußmarsch nach zur blauen Road, zur blauen Straße, um dann die schwarze Tür zu öffnen. Okay? Das ist mir nämlich wichtig. Wir wollen die schwarze Tür öffnen. Boah, schau mal her, ich habe sogar die Rüstung. Und mal alles verkaufen. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, es hilft nichts. Mach dir was Leckeres zu essen. Mach dir was Leckeres. Ich habe heute Hawaii Toast gemacht. Und
Eine Banane. Oh oh. Da ist ganz schön was los hier. Was sie für Rüstungen haben. Wow. Da ist jetzt wieder was zum Suchen, ey. Ich wollte eigentlich bloß auf den Fußmarsch zum Ding noch sein. Na gut, dann gehen wir jetzt in eins rein. Jetzt bin ich zu neugierig. Aber ich hab wieder... Irgendwie habe ich mich nicht entlastet. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Festung Alessia. Anscheinend habe ich vergessen, mich zu erleichtern. Das ist ein ganz schönes Stück. Wir fliegen mal kurz nach Hause. Ich muss mal kurz mal nach Hause. Zum Glück habe ich die Schnellreise doch aktiviert. Irgendwie habe ich viel zu viel Zeug dabei. Aber was habe ich denn für Waffen dabei? Ah, schau mal her. Ich habe tatsächlich zu viel Zeug dabei. Eieiei. Das wollte ich wahrscheinlich alles verkaufen. Dann haben wir mal. Ja, das geht nicht. Black of geht auch nicht. Was ist das eigentlich? Damage 7? Das haben wir weg. 6er Damage vom Bogen. Was habe ich für einen Bogen? Ja, dann müssen wir den nehmen. Okay. Ich glaube, den haben wir schon. Weg. Hallo Spezi-Tiger, was geht? Wie, warst du ja auch lange nicht mehr da? Oh, leck mir einen Pfeil sogar. Gewänder haben wir nichts Gescheites. Warum habe ich so wenig Gewicht? Wegen der Alchemie vielleicht sogar. Oh, leck, dann machen wir Alchemie mal weg. Der Spezi-Tiger. So lange auch nicht. Nee, nee. Was heißt lange? Oh, oh. Fahre gerade virtuellen Zug. Virtuellen Zug? Meinst du dieses Spiel, wo so 3000 Euro kostet, wenn du alle DLCs hast? Meinst du das? So, ich glaube, da ist dann alles Alchemie drin, oder? Ja. Dann haben wir das mal alles weg. Schau mal her, jetzt hauen wir mal ein bisschen weg hier. Habe ich jetzt eigentlich das auch weggemacht, dass man alchemieren kann? Ich hoffe nicht. Smaragde habe ich. Genau, oh Gott, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Dann tun wir mal die Edelsteine noch unten hin, die Getränke. Ah ja gut, das soll ich behalten. Perfekt. Die Getränke. Wo tun wir die Getränke eigentlich mal hin? Ich glaube, ich habe noch keins, was für Getränke ist. Bei Azura, bei Azura, bei Azura. Es ist der Großmeister. Ich kann es kaum glauben, da. Dass ihr na. Seid. Doch, da ist ein Weinflaschen. Dann tun wir es da rein. Muss ich mir merken. Warum schlimm? Nee, überhaupt nicht schlimm. Ich meine bloß, dass man da so viel Geld investieren kann, ist krass. Aber es macht bestimmt auch Sinn. Hoffe ich. Das Goma habe ich jetzt auch reintun. 0,5 wiegen die bloß. Naja, geil. Und jetzt noch die Steine. Ist es dann so ähnlich wie beim Flugsimulator, oder? Wahrscheinlich. So ähnlich wie beim Flugsimulator. Da sind nichts drin. Ich meine, hier sind die Steine drin. Das sind die Edelsteine. Ich habe doch so ein Safe mit Edelsteinen gehabt.
Da habe ich den noch gar nicht angefangen. Stimmt, den wollte ich da rein. Hab so 250 schon ausgegeben. Ich habe auch so ein Online-Golfspiel gehabt, da habe ich auch viel ausgegeben. Da habe ich dann auch irgendwann gestoppt. Aber gut, es ist ein Hobby. Also, es ist ein Hobby und das kann man ja. Stimmt, wo waren diese Steine? War das da drin? Nehmen wir den auch da rein? Die lasse ich mal drin. Wolfsfell und Bärenfellpelz. Die könnte man noch da unten in ein Lager tun. Gleich in die Kiste. Die ganzen Felle. Bärenpelz. Wolfsfell. So, jetzt haben wir doch schon mal viel mehr Platz hier. Danke für den Lurk, Spezi. Viel Spaß. Jetzt haben wir doch schon mal viel mehr Platz. So, jetzt können wir mal nochmal neu. Vielleicht gehen wir sogar mit dem Pferd. Können wir vorankommen. Ui. So, darüber. Da waren wir stehen geblieben. Da gehen wir mal in die Festung rein, oder? Komm, eine Festung können wir mal nochmal schauen, wie stark wir sind. Ich fühle mich halt nur ein bisschen schwach, aber wir schauen jetzt mal. Wir schauen. Im Bogen habe ich den sogar. Boah, der hat mich nicht gesehen. Ich werde besser im Schleichen jetzt. Ich werde im Schleichen besser. Wow. Hallo? Hallo? Wer ist da? Jetzt können wir alles. Oh. 180? Muss ich verkaufen. Ich sehe mich jetzt schlechter zum Glück. Endlich mal. Ich glaube, ich werde langsam besser in dem Spiel. Oh, der heilt sich. Wow. Hey. Die Augen. Was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Das Baby? Ich bin doch kein Baby. Oh mein Gott, wie gruselig. Ich sterbe. Die heilen sich ja dauernd. Wow. Wie aggressiv die immer sind. Im Spiel sind die echt aggressiv, die Gegner. Die sind Skyrim irgendwie nicht so. Die geheime Energie in den menschlichen Körpers. Wiederherstellung ist besser geworden. Sehr gut. Für den Fall der Fälle. Lasst es uns zu Ende bringen. Boah, gut. Das war ein guter Schlag. Wir sind, glaube ich, schon stark genug jetzt. Also ich fühle eine Verbesserung. Ich fühle eine Verbesserung. Weil ich heimlich leicht gestellt habe. War Witz. Jetzt weißt du, wie ich mich im Baldur's Gate fühle. Oh, James, du hast aber oft ausgeatmet heute. Du hast oft immer... Das habe ich bei dir seltener gehört. Nicht einmal bei Yu-Gi-Oh! Schichti, musst du viel lernen? Oh na. Wie alt ist der? Jedes Mal, wenn wir schreiben, lernt er. Oh oh, er kommt. Magie reicht nicht aus. Oh leck, der schläft. Hat er zwei Stimmen irgendwie? Irgendwie hat er zwei Stimmen, das Viech. Aua. Schau mal, wie aggressiv die sind. Was ist mit denen? Boah.
180 nochmal. Das muss ich verkaufen, ey. Warte mal, 6 ist, glaube ich, Torch. Ja. Fahrschule, ah. Er wird aber im 7. volljährig. Oh. Oh Mann. Jetzt wäre ganz schön ab hier. Ah, Mistig meinte ich. Gut, also der Kraftfall ist stark, jetzt echt mehr viel ab. Boah, hast du das gesehen? Huiuiui. Meine Fresse. Aber nicht nur, auch Mathe. Ja, es ist in dem Alter natürlich klar, gell? Es wird auf dich auch noch alles zukommen. Autsch, ich brenne. Ich brenne? Nee. 80. 85. Reithose. Ich glaube, nachdem wir die Festung haben, müssen wir nochmal heimfahren und mal was verkaufen. Also ich habe jetzt die Magic, die Items. Brauche ich noch Feeling, Healing. Ich habe jetzt bloß Heilgetränke dabei. Ich weiß, erinnere mich nicht. Das Ernst des Lebens. Der Ernst des Lebens beginnt irgendwann. Da kannst du nicht ausweichen. Ich muss mal speichern. Ich komme mit 1 plus in Kunst durch. Okay. Das ist aber kein Problem bei dir mit Kunst. Also wenn wir jetzt jede Festung machen, dann komme ich nie zur schwarzen Tür, sage ich euch. Was immer es war, jetzt ist es. Ist der auch ein Bogen? Oh nein. Jetzt kommen mal wieder 2, oder? Okay, die sehen mich nicht, die anderen. Kommt der raus? Mann, jetzt! Das sind die schlechtesten Bogenschützen, was es gibt. Der Erd trifft mich nicht, ich triff ihn nicht. Mann! Die schlechtesten Bogenschützen der Welt. Zwischen die Beine? Ich hab echt zwischen die Beine gehaut. Hä? Eieiei. So, was hat denn der? Der hat den Bogen nochmal. 155 wert. Mal auch verkaufen. Iron. Schwere Rüstung. Hm. Reparatur. Na, ich mach mal das Ding aus. Mann, es geht. Was ist jetzt hier los? Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Mann, ey. Was ist denn das wieder für voll besetzte Festung hier? Was macht der Seelenenergie? Ich bin tot. Das werde ich nicht überleben. Zum Glück habe ich speichert. Mann, warum knall ich da ab bei dem? Der hat doch nicht einmal Abwehrding. Etza. Jetzt werdet ihr schmerzen. Meine gut. Fortnite wird lustig. Ich und Fortnite. Also weil ich nicht gut ziehen kann. Ja, dann benutze ich ja Maus. Da benutze ich ja dann eine Maus, okay? Alles klar. Boah, ist das so krass. Claymore of... Wow. Das ist ein gutes Schwert. Verzaubert.
Stiefel 1740. Feder 65 Punkte, aber ich bin halt kein schwerer Typ. 400. Das muss ich alles verkaufen. War das der Boss, der Typ? Ich glaube, das war der Boss, oder? Ich glaube, das war der Boss. Ich kann mich schon nicht bewegen. 301. Ja, kann jetzt eh nicht. Jetzt gehen wir raus. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Wir gehen jetzt einfach raus. Ich hoffe, das war der Boss. Wir wollen ja auch zur Tür irgendwann. Hier raus? Ich glaube ja. Ich darf vielleicht einem Projektwochen kurz leiten. Wow. Du als leitende Person. So. Wir fliegen nach Hause. Nein. In der Schule mit Kunst. Ah ja, okay, das kannst du. Also in Kunst kannst du, das kannst du durchleiten. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich packe das alles in mein Haus. Wir verkaufen später mal. Wir können ja alles ins Haus packen. Und dann später mal verkaufen. So, Rüstungen waren oben. Und zwar hier. Haben wir ganz schön abgesandt, glaube ich. Claymore of Depletion. Depletion. Eie, Magie absorbieren. 9er Damage. Mein Schwert hat 8. Aber ist mehr wert. So, Bekleidung. Wand des Magiers. Oh, schöne. Das sind gute Rüstungen, glaube ich. Das sind gute Rüstungen. Und dann tun wir noch die Waffen runter. Und dann geht's weiter. Katana. Also das war das, genau. Eigentlich brauche ich das auch nicht. Blackwater. Habe ich jetzt mein Schwert raus? Ich glaube, mein Schwert habe ich jetzt auf dem Weg. Ah, müsste ich nehmen die mit. Ah, ich nehme die gerade mit. Das weg, das weg, das weg. Claymore. Ein Bogen von dem. Longsword. Nein. 109 habe ich jetzt wieder, das passt. So, mal schauen, ob alles noch da ist. Ja. Und ja. Perfekt. So, weiter geht's. Ich möchte jetzt in die Richtung von schwarzen Tür auch kommen. Jetzt lenkt man uns nicht mehr so ab. Aber ich glaube, dieses Claymore war so ein richtige. Der Typ, der Boss-Typ. So. Ah, schön. So, das dritte Mal hinter. Jetzt gehen wir über die Brücke. Ich hab's Fähigkeiten, aber das kommt hier nicht so ganz rüber. Ich glaube dir, dass du Fähigkeiten hast, Glorious. Ich kauf dir das ab. Weil wie ich in deinem Alter war, habe ich das nicht so könnt wie du, was du hier so machst. Machst du es jetzt schon wieder los? Kann ich jetzt einmal in Ruhe Oblivion spielen oder was? Ich will doch bloß Oblivion spielen. Ich will mich nicht anstrengen müssen. Was soll das?
Weg da. Oh, es ist eine schöne Brücke. Ins Nichts. Ich glaube, eine Schlammgrabbe. Same. Sind wir jetzt nur chillig spielen in Baldur's Gate? Oh, was ist da hinten? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ich habe keinen Entkommen. Dies ist ein Überfall. Ein Überfall. Nein, nimm das von mir, wenn du kannst. Der hier zieht dich sogar vor. Der hier. Haha. Hehehe. Und? Oh. Heute patsch, 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 patsch. Patsch, 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 patsch. Nein! Und Attacke! Hoho! Er hatte null Chance, nicht schon. Toll, Dietriche. Kann man den. Ja, ich habe schon gesehen, James, dass du da Probleme hast. Ich glaube, das Spiel muss man auch ein bisschen einlesen und halt genau wissen, was man macht. Also so richtig drauf los, so reinstimmen und einfach spielen, ist, glaube ich, schwierig bei dem Spiel. Man muss sich da richtig ein bisschen einlesen, glaube ich. Bin jetzt kein Profi. Voice-Fail klingt zu langweilig. Nein! Was ist das? Das ist bloß ein Wölfchen. Nils? Nils der Wolf? Wer ist das? Was hast du gemacht? Es ist, war ein Wolfangriff. Ein tödlicher Wolfangriff. Ich will doch bloß chillig spielen. Boah, ich bin verzaubert. Na, das ist noch nicht das Spiel. Das Spiel ist noch zu alt für dich. Das Spiel ist noch zu alt. Okay. Du musst erst noch erwachsen werden, das ist anschauend erst. Ja, sonst träumst du jetzt von einem toten Wolf. Hey, das ist so gemein, was der macht. Die machen gute Taktiken, die Leute. Man muss es sagen. So. Jetzt müssen wir nach oben und dann nach rechts. Was gibt's da unten? Gott, geht es noch weit. Boah, da hinten ist auch noch eine Stadt. Das ist krass, oder Leute? Wir gehen jetzt da so entlang und dann gehen wir rechts. Da müssen wir hin. Schwarze Tür. Der war was Besonderes. Glaube ich dir nicht. Aber ich denke, weil das Spiel so alt ist, bin ich relativ resistent. Ich weiß. Man sieht nicht viel. Siehst du es nicht? Das ist Gameplay-Grafik von 2020. Die neue Engine. Wir müssen doch da in die Richtung. Wo ist denn da die Straße? Ich sehe keine Straße mehr. Wo ist die Straße?
Kann man mit Pokémon Kommissie mithalten? Oh, Larius. Code Simulator Engine. Ach, du hast irgendwie so recht. Oh, schau weg, Larius. Schau weg. Hast du weggeschaut? Dietrich hat der Wolf. Der Wolf hat einen Dietrich. Ist da die Straße? Ich sehe keine Straße. Doch, da ist die Straße. Das war ein komischer Wolf. Ach so, das war nicht der Nils. Okay. Speichern wir nochmal. Was zum Trinken. Blümchen pflücken ist wichtig, Leute. Denkt an die Blümchen. Und ignoriert die fliegenden Steine. Blümchen. Messer. Pilze ist ganz wichtig. Wie bei Animal Crossing. Wie bei Animal Crossing. Pilze, Pilze, Pilze. Blümchen. Hallo. Ein Bär. Das nehmen wir mal mit. Bärenpilz kriegen wir aber nicht so oft. Hey, Larius, du hast es gestern noch sehen müssen. Ich habe einfach nachts noch mit der Lisa zusammen im Voice Mario Kart gespielt. Einfach um 0 Uhr. Im Stream. Also, wir haben das gestreamt. 0 Uhr einfach noch mit der Lisa im Voice. Aber da warst du schön im Schlummerland, zum Glück. Mit Lisa, ja, mit Lisa im Voice. Einfach so. Weil wir gesagt haben, ja, spielen wir noch ein bisschen Mario Kart oder hören wir auf. Nur da habe ich TikTok gespielt. Echt? Ich denke mal, du wärst schon im Schlummerland. Oh, da geht's im Berg hoch. Schön, dass das Wetter so passt zur schwarzen Tür. Weil ich konnte nicht schlafen. Ah. Nee, du weißt ja. Braune Kanne. Wer hat hier gehaust? Lauer Wolf. Den lassen wir leben. Weil Probleme mit Schlummern, ja, ich kenn's. Aber das liegt daran, wenn man zu viel nachdenkt. Einfach weniger nachdenken. Mach dir nicht so viele Gedanken. Leb einfach dein Leben. Man hat nur ein Leben. So. Oh, das ist ein schöner Bereich, oder? Schaut's mal her. Das ist nicht so leicht. Oh, ist das ein schöner Bereich. Aber was? Ich, schöner Bereich und ich werde angegriffen, oder was? Nirwitz. Von der Schlammgrabe, oder? Wo ist sie? Wow, ist das für ein Bereich hier? Warum hat da eigentlich eine Luftanzeige? Also nein, die wird nicht. Ich bin eine Echse, ich brauche keine Luftanzeige. Irgendwas greift mich an, Leute. Was ist denn das für ein Steinkreis? Es scheinen keine Sterne auf den Stein. Sehr interessant. Wir wollen in die Richtung. Lass uns nicht ablenken. Nicht ablenken, auch nicht von der Musik. Oh, ein Wölfchen. Boah, fast ein Schlag, ey. Hm, hm, hm.
Oh, wieder ein Wolf. Ein Leben ohne James, so ist es mir. Wann hat er die Reiswaffeln gegessen? In welchem Stream? Ich weiß es, war ich da nicht dabei, oder? Hey James, habe ich das richtig gesehen? Hast du jetzt einen, nur weil er dir einen Tipp gegeben hat und einmal gesappt hat, einen Mod geben? Oder hast du den schon länger kennt? Oder hast du den einfach einen Mod geben, weil er dir gesappt hat und weil er dir einen Tipp gegeben hat? Ja, bist Mod. Ohne zu fragen, einfach so Batsch. Ah, du kennst die Person. Sehr gut. Ich bin nämlich kurz erschrocken. Ich bin kurz erschrocken, dass du... Wenn du die Person kennst, ist sehr gut. Mit ihr spiele ich fast jeden Tag. Ah. Ja, dann frage ich mich, warum jetzt erst? Warum ist sie jetzt erst Mod? Ich so, hä? Auf einmal habe ich einen Kollegen und ich so, what? Weil sie inaktiv ist. Es ist eine öde Höhle. Eine öde Höhle. Wir sind kurz vor dem schwarzen Tür und ich will in die öde Höhle rein. Verdammt. Die klingt so schön. Weil sie inaktiv ist, okay. Und außerdem ist sie ein Sparfuchs. Oh. Da muss man das dreifach zahlen, was sie da heute gemacht hat. Eine öde Höhle. Larius, es ist nichts für dich. Du kriegst Albträume. Weil ich jetzt gerade Albträume kriege. Ich habe Angst, dass es wieder so eine Höhle ist mit 15 Goblins auf einen Schlag. Oh, Menschen. Nicht Vampire, oder? Weißt du was, wir drehen um. Weißt du was? Wir drehen um. Ich habe einfach keine Lust, jetzt Vampir zu werden, okay? Ich meine, die schlafen bei Särgen. Wir drehen einfach um. Ich habe echt keinen Bock auf Vampir. Vielleicht kriegen wir eine Quest zu der Höhle, okay? Vielleicht kriegen wir ja eine Quest. In der letzten Festung waren auch Vampire. Oh. Wo kann ich mein Magic anschauen? Meine Krankheit. Was ist das jetzt? Zauber, kleine Macht. Zauber, kleine Macht. Das sind bloß die Zauber. Aber das ist doch das, oder? Da würden wir es wahrscheinlich sehen. Widerstand gegen Krankheit 75%. Ja, dann können wir es vielleicht doch schaffen, oder, James? Wenn ich mich anstrenge. Sollen wir nochmal reingehen oder gehen wir weiter? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir von der Diebes, von der Dunklen Bruderschaft schöne Ausrüstung und dann traue ich mich. Das ist ein schönes Wetter für den Weg zur Dunklen Bruderschaft. Ich weiß jetzt, ob das vielleicht Zufall ist, aber seitdem ich ja den Mord begangen habe, gewittert es. Ich weiß nicht. Es könnte Zufall sein. Oder es ist gewollt vom Spiel, dass man da erst einmal Gewitterstimmung hat und dann auf die schwarze Tür zugeht. Dann auch nochmal irgendwo hin.
Ich hab mal irgendwas sehen. Was ist das? Ihr habt gefunden, Ritter des Dornordensritters. Speichern mal. Oh, süß. Oh, es ist süß. Schaut's mal hin. Mit den Trauerweiden. Kleines Schlösschen. Hexenhäuschen. Die Frage ist, ob der mich mag. Oh. Ritter Hauptquartier. Das klingt echt nach so eine Quest vielleicht sogar. Oder weil es nachts ist. Das merken wir uns einmal. Es ist sogar Beam. Ja, ist sogar Beamboard. Wir gehen weiterhin zu unserer Tür. Habe ich auch mal vergessen, wieder zu reparieren. Oh, die kann man nicht reparieren lassen, ey. Okay, ich mag es eh. Ah. Was mache ich denn mit den verzauberten Sachen? Die muss ich dann vom Schmied reparieren lassen. Da muss ich mal fragen. In der Stadt. Wie geht's? Was geht? Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Tovas. Was habt ihr denn hier für Gerüchte? Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Ja, freilich. Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja. Ja, aber es ist doch kein Gerücht. Es ist kein Gerücht. Das ist die Wahrheit. Hallo? Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, die Uhr hat 8 geschlagen. Heldin! Ganz meinerseits, Herr. Die Uhr hat 8 geschlagen. Mein Herr, hat er gesagt, mein Herr. Was sucht ihr? Achso. Beide Gasthäuser liegen beim Westtor. Okay. Lebt. Wir wollen aber in die Gasthaus des Schwarzen Türes. Ui. Was? Kann ich etwas für euch tun? Ein Zauberer. Ein hübscher Zauberer. Hey, seid ihr nicht Herrin. Die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja. Gehabt euch wohl. So, dann schauen wir mal. Die Kirchen schauen immer gleich aus. Das ist aber ein schönes, verschlafenes Dörfchen. Eine Stadt mit Trauerweiden und Teich. Da hätte ich natürlich auch gerne ein Haus, oder? Naja. Wir sind leider in Ankerstadt. Ist auch schön. Dafür haben wir ein großes Haus. Und es war billig. Einen wunderschönen guten Tag. Nicht der schon wieder? Ach, ihr seid's. Ja? Schauen, ob ich um 2 Uhr... Bin erstmal schlafen, bin heute Abend müde. Ich glaube, das schaffst du heute, okay? Was wollt ihr von mir? Sehe ich aus wie ein Wielsklave? Oder was? Los schon. Häkelt einen Topflappen. Spielt Flöte. Oder tut sonst was. Ich häkel lieber einen Topflappen. Seht euch vor. Aber du kriegst keinen von mir. Oh, es ist süß hier. Hier war ich aber noch gar nicht, gell? Wie geht es euch? So, das alte verlassene Haus haben wir hier. Jetzt müssen wir irgendwie in den... Oh. Ah, okay. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil wir jetzt einfach in die schwarze Tür kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird es natürlich doch ein bisschen
Ernst. Im Keller ist die schwarze Tür zu geheißen. Hallo. Wow. Freunde. Ich meine, das war jetzt im Spiel. Darky, du bist doch verrückt. Dankeschön. Hallo. Wir sind hier im verlassenen Gruselhaus. Oh. Die Wasser von Oblivion. Die Wasser? Das Reich des Vergessens vor 120 Zeitaltern entschloss sich das vom Schicksal vergessene Volk für den Weg des Bösen. Hast du heute Turnier gespielt, Darky? Dann beschlossen die glorreichen Götter, die gottlosen Seen zu bestrafen und die widerlichen Gesetzlosen zu vertreiben. Diese gewaltigen, unheiligen Ketzer, die das Licht scheuten, sie bereuten es bitterlich. Es ist bestimmt die dunkle Bruderschaft, dass sie auf das Reich des Vergessens geschaut hatten, wo sie die ersten dunklen Völker sahen und sie als Brüder und Schwestern willkommen hießen. Die Fürstentümer des Sieges wussten, wie furchtbar die Verderbnis der vor dem Wege der abgekommenen Seelen war und sahen, dass sie sich frech der Sünde rühmten und voller Tücke waren. Sie beschlossen daraufhin, die Stämme der Daedra zu kasteien und die dunklen Seelen mit Hammer und Hand zu peinigen. Aber die Dunkelheit wird auf ewig mit Licht wetteifern und die Kraft, die von den in Ungnade Gefallenen ausging, die benutzen Wörter, die ich nicht benutze, war groß und brachte viel Böses hervor. Und kein Eid konnte sie binden. So tief war ihr Neid und ihre Niedertracht, denn wenn erst einmal die Tore geöffnet sind, wer kann dann die reißende Flut aufhalten? Das war vielleicht doch nicht die dunkle Bruderschaft. Die Daedra. Es sind die Daedra. War heute ein schönes Turnier? Ich glaube, du hast mitgemacht, weil ich habe gelesen, gehört, wie der Trufa gesagt hat, oh, Dark ist auch dabei. Oh, nicht gut laufen. Oh, jetzt geht's los. Steh halt im Winters wie immer. Steve! Oh, da ist die Tür. Es ist die Tür. Es ist die Tür. Ah, ich schaue aus wie in Skyrim. Darky, willst du wirklich weiterschauen? Ich mache hier eine Nebenquest zur dunklen Bruderschaft, die halt Leute umbringt. Und ich möchte mit beitreten. Das ist nur eine Gilde. Und ja, man sieht da schon was. Hab dann auf einmal fast gegen Junior verloren, weil mein Controller einen eigenen Willen bekommen hat. Ach nein, das ist aber ehrlich. Was ist das für ein Bild? Das ist die Mutter des. Das ist die Mutter der Nacht. Die Mutter der Nacht sieht man da. Welche Farbe hat die Nacht? Hä? Okay. Ich habe Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft erlangt. Ah, da kommt schon wieder. Willkommen daheim. Hier ist es cool. Seid gegrüßt, Bruder. Seid gegrüßt. Ich bin Ocheva, die Herrin dieser Zuflucht. Lucien hat mir alles über euch erzählt. Ich heiße euch bei der dunklen Bruderschaft willkommen. Okay, wir sind schon mal drin. Ihr seid nun in unserer Zuflucht. Möge sie euch als neues Zuhause und Ort der Sicherheit und Gemütlichkeit dienen, wann immer ihr einen solchen benötigt. Wenn ihr zur Arbeit bereit seid, sprecht mit Vicente Valtieri. Er ist für alle Aufträge für neue Familienmitglieder zuständig. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk eurer neuen Familie an. Eine einzigartige Rüstung. Rüstung! Als normales Leder und so schwarz wie die Nacht. Das Doch klingt ich halte gut. Euch schon viel zu lange auf. Vicente wartet schon.
Ihr findet ihn in seinem Quartier. Ist da Knochen Geht hinten? Jetzt, mein Kind. Knochenmensch. Und möge Sitis mit euch sein. Ist da ein Knochenmensch hinten? Schattenrüstung zugefügt. Eingehüllte Kappe. Aber endlich schauen wir dann cool aus. Endlich schauen wir mal cool aus, glaube ich. Mutter der Nacht kenne ich eigentlich. Wer die Dienste der dunklen Bruderschaft in Anspruch nehmen möchte, muss ein Ritual für die Mutter der Nacht ausführen. Nur dann erhört sie die Gebete der Mörder. Es ist ein uralter Ritus, dieses schwarze Sakrament. Im ganzen Kaiserreich flehen Menschen tagtäglich die Mutter der Nacht an, die Leben anderer zu beenden. Wenn jemand das Ritual ausgeführt hat, nimmt ein Sprecher Kontakt zu ihm auf. Gold wechselt seinen Besitzer und die Einzelheiten werden besprochen. So war es schon immer. Ja, gut. Wir waren nochmal Cities, wollte ich mal fragen. Jetzt habe ich echt ein neues Haus. Aber ich bleibe lieber bei meinem. Diese Narren in der Kirche und ihre sogenannten neuen Göttlichen. Es gibt keine Gottheit, Göttheiten. Jenseits der ewigen und schrecklichen Herrschaft unseres fürchterlichen Vaters, Sitis. Eieiei, okay, Sitis ist also der Gott von denen. Geht nun Also aufpassen, Leute. Wir schauen jetzt. So schauen wir jetzt aus. Wunderhübsch. Und jetzt schauen wir noch viel hübscher aus. Hoffe ich. Okay. Wow! Oh yes. Das passt doch jetzt mal, oder? Was haben wir da? 2 Damage, aber dafür voll verzaubert. Schleichen, Illusion, Schütze, Schwertkampf, Arobatik. Oh, das ist schön, oder? Die behalten wir auch, aber die ist halt schwach, gell? Armor. Das ist mir egal. Geschätztes Familienmitglied und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten Lieben. Das passt zu der Exe voll. Kann man doch mal den Charakter anschauen? Ich verstehe es nicht. Irgendwie war doch das. Ach so, vielleicht, ja. Ah. Ah, schön, oder? Jetzt fühle ich mich wieder stärker, obwohl aber die Rüstung ist halt schwach. Ich glaube, ich mache mir das Spiel nicht leicht, James. Oh, wie ist das? Hallo. Der dein Haustier. Wie kann Ocheva euch behilflich sein? Schön hier, okay. Warum redet ihr so? Ich möchte euch in dieser Zuflucht begrüßen, mein neuer Bruder. Ihr seid zwar in Argonia, aber keine Schatten. Du bist auch Argonia. Was für ein Chaos ihr als Jüngling erlebt haben müsst. Sitis sei Dank, dass ihr endlich nach Hause gekommen Nur seid. Nur auf normal. Ich möchte seine Augen vorbehoben. Ja, eine schöne Stimme. Ocheva und ich kennen Lucien schon aus Kindertagen. Er hat uns in den Weisen der Schattenschuppen unterrichtet und ist wie ein Vater für uns. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten, lieber Bruder. Ich habe so viel von euch gehört. Willkommen in unserer Familie. Was soll die ganze Umherschleichen? Willkommen, mein Bruder. Wie schön, euch endlich zu treffen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung bei euch. Habt ihr jemals auf der Straße gelebt und ums nackte Überleben gekämpft? Ich habe ein Haus. Seit der zweiten Folge. Hier habe ich die Sicherheit und die Liebe gefunden, das schon länger dauert. Ganzes Leben lang gesucht habe. Die sind alle so nett, gell? Oh, fühlt euch. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, na, ihr wisst schon. Schatten und Täuschung sind unser Credo. Sind euch unsere Geheimnisse nichts wert? Ich glaube, die üben Schleichen, oder? Natürlich sind uns unsere Geheimnisse wichtig. Und ich habe sie immer streng gehütet. Aber Tarnung zum Töten zu verwenden, es scheint mir ein Zeichen. Wo ist jetzt der Anführer, Typi? Da, oder? Es füllt mein Herz mit Freude. Nee. Unsere Aufträge erfordern Feingefühl. Und Schäfer? Die angebotenen Boni zu verdienen. Ich grüße euch erneut. Achso, es war die. Wir brauchen Lucien Lachen. Lucien Lachen. Gold und Zauberdinge sind kein Ersatz für die Freiheit. Macht, dass ihr wegkommt. Oh, der mag mich nicht so.
ist. Oh, der mag mich nicht so. Ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Uchiwa euch dazu so zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Alter. Oh, danke, dass du mir was verkaufst. Bei Setis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung. Pfeil des Frostes, Bow of... Oh, mir hat einen verzauberten Bogen, der den Umbra töten kann, James. Hoffe ich. 11.000 Euro. 11.000 Euro. Auge von Citys Leben entdecken. Hände der Mitternacht. Leichte Rüstung. Oh, das brauche ich. Festigen Nahkampf. Chamäleon. Herkömmliche Waffen widerstehen. Sonnenschaden. Oh, so Handschuhe wären doch schön, oder? Wie viel Geld haben wir? 1700. Die fünf Gebote. Dietriche, oh. Können wir mal welche kaufen, oder? Was für Zauber hat der? Ich habe nicht den ganzen Tag. Vergifteter Apfel. Mutter der Nacht, Zärtlichkeit, Lebensende wiederherstellen. Schwarzer Winter, Eisschaden. Ich bin halt kein. Ich habe nicht den ganzen vergifteter Tag Apfel. Beilung. Tödliche Gift. Ah, ich glaube, das hole ich mir. Ach, ich habe kein Geld. Doch einmal schon. Weil wenn wir jetzt einen umbringen müssen. Günstiger. Das reicht doch bestimmt, wenn wir den Apfel einfach zujubeln, dann isst er den irgendwann. Haben wir wieder Geld verschwendet. Vincent, ich suche mal ganz wen anders. Ist das mein Zimmer? Oh, ist das ein bequemes Steinbett? Ist das ein bequemes Steinbett? Ah, oh, das ist sogar die harte Sorte. Oh. Oh, sorry, das ist seine Truhe. Oh, oh, oh. Seid herzlichst gegrüßt. Oh, der lacht aber schön. Ich nehme an, ihr habt bereits mit Uchiwa gesprochen. Schaut dir nicht schön ich aus? Ich bin Vicente Valtieri. Ich organisiere die Aufträge für alle neuen Mitglieder der Familie. Bitte lasst euch von meiner Erscheinung nicht beunruhigen. Die Bedürfnisse und Gebote der Vincent dunklen Bruderschaft genau kommen vor meinen eigenen Bedürfnissen als Vampir. Wenn ihr nun bereit seid, mit der Arbeit zu beginnen, der gebe Zähne. Ich euch euren ersten Auftrag. James, der hat Zähne. Der hat spitze Zähne. Okay, dann will ich einen Kontrakt. Wo ist denn der Lucien? Als ich in die Familie Hallo. Kam, wurde diese Zuflucht von einem anderen Sprecher geleitet. Lucien übernahm, als sie beim Erfüllen eines Auftrags... Das ist ein Vampirhuhn, schau weg. Ein Auftrag ist ein geheimer Pakt mit der dunklen Bruderschaft. Sie geben uns Gold und wir eliminieren... Oh, warst ewig unterwegs. Ein Auftrag wird durch einen erfahrenen Meuchelmörder wie euch ausgeführt, der die Verpflichtung der dunklen Bruderschaft gegenüber unseren Kunden erfüllt. Ja, mach mal ja. So war es schon immer. Bei der Ausführung eines Auftrags könnt ihr euch einen Bonus verdienen, wenn ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Es passt nicht, dass er lacht. Nun lasst uns beginnen. Yes. Ich weiß nicht, was ihr von Piraten haltet, aber ihr müsst einen töten. Einen Kapitän, um genau zu sein. Auf seinem Schiff, umgeben von seiner Mannschaft. Oh. Wie sieht es aus? Klingt schwierig. Hervorragend. Ihr müsst... Das klingt schwer. Geht zum Hafenviertel der Kaiserstadt. Dort liegt ein Schiff vor Anker. Den habe ich doch schon getötet. Geht an Bord des Schiffes und sucht den Kapitän Gaston Tissot. Er hält sich vermutlich in seiner Kajüte auf. Tötet Tissot auf beliebige Weise. Die Piraten sind okay. dabei, ihr Schiff zu beladen. Ihr könnt euch möglicherweise in einer der Kisten an Bord schmuggeln. An einer der Kisten? Ach, und noch etwas. Fragt eure Brüder und Schwestern nach aktuellen Aufträgen. Ihr Rat kann sehr wertvoll sein. Aber das ist das andere Ding. Vergießt ein feuchtes Grab. Hey, Huhn, schau mal her, wie wir ausschauen. Huhn, schau dir das an. Ist das nicht was? Passt das nicht zu uns?
Oh. Bruder. Ich muss zum Hafenviertel in der Kaiserstadt gehen und mir Zugang zum Piratenschiff Marie Alain verschaffen, damit ich Captain Caston Tassound töten kann. Ich könnte mich vielleicht mit der Fracht an Bord schmuggeln. In einer Frachtkiste. Das machen wir. Die dunkelgraue Schwesternschaft. Du bist so doof. Huhn, du bist so doof. Die Schwesternschaft. Aber wo ist denn der Vincent Vinoir? Und haben die anderen jetzt auch? Irgendwer wollte doch mir auch noch einen Auftrag geben, gell? Der nett. Wie ein düsteres Geschenk. Wie? Da. Ich habe auch mal einen Piraten umgebracht. Ah, nee. Das Schiff war zu der Zeit natürlich auf hoher See. Irgendwo zwischen Wardenfell und Solstheim. Das waren noch Zeiten. Das Gute ist, Leute, was das Gute ist, die wollen jetzt, dass wir zu der Kaiserstadt gehen. Und in der Kaiserstadt geht die Hauptquest weiter. Wir können theoretisch die Hauptquest machen und den umbringen. Möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche. Wohngemächer. Natürlich ist da eine Ratte. Süß. Eine Haus. Da schlafe ich. Wow, James. Wir haben eine super neue Wohnung. Da werde ich jetzt gleich meine Sachen packen von daheim und hier einziehen. Damit wir neben der Ratte unsere Zeug in einer Kiste lagern können. Nee. Willkommen. Willkommen in der Familie. Der ist aber nett. Ich würde euch also, ja umarmen, aber Ocheva hat es mir untersagt. Also, ich muss sagen, für eine dunkle Bruderschaft hat der eine falsche Rüstung an. Ich glaube, der ist sehr auffällig unterwegs. Wo ist der? Ich habe einmal erlebt, wie Lucien mit einem aufsässigen Bruder umgegangen ist, der gegen die Gebote verstoßen hat. Ich stand zu lange in der Haussonne. Ich brauchte eine Woche, um das Blut von meinen Stiefeln zu entfernen. Na gut. Lucien finde ich noch nicht. Das könnte man theoretisch alles mitnehmen. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Teel Endril, eine Waldelfe und ergebene Tochter von Sitis. Ich hoffe, dass unsere Zuflucht euren Tochter des Gottes entspricht. Was sagst du zu meinen Piraten? Piraten, hä? Die sind ziemlich schnell und geschickt mit dem Schwert, aber sie mögen keine Rüstung. Genauso wenig mögen sie Bogen und Zauber. Oh, gute Tipps. Mögen eure... Ein Salat? Nehmen wir einen Salat mit? Nee. Ich finde diesen Haupttypen nicht. Der ist, glaube ich, gar nicht da, oder? Der wird wahrscheinlich erst kommen, wenn ich den ersten Auftrag habe. Trainingsraum. Macht, dass ihr wegkommt. Verzeiht, Schwester. Habt ihr einen Moment Zeit? Ja, Bruder? Ich wollte euch zu eurem letzten Auftrag befragen. Wie ich hörte, gab es Schwierigkeiten. Oh. Habt ihr also gehört? Ja, es war ein ziemliches Debakel. Der Kopf wollte sich einfach nicht lösen. Schneiden, sägen, hacken. Bei Sitis, ich schwöre, ihre Sehnen waren aus Stahl. Wow. Wer da steht. Nicht, teure Schwester, dass ich euch nicht immer aus einer schwierigen Lage befreien kann. Schwierigen Lage befreien? Ich sollte mich auf den Weg machen. Während sie da abschneidet und sie so, ich befreie dich. Wandelt in der Dunkelheit, Kind der Mutter der Nacht. Macht, dass ihr wegkommt. Ich würde mich jetzt bloß interessieren, kann man bei dem viel verkaufen? Bei Sitis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bei dem kann man die ganzen Schwerter auch verkaufen. Dann könnte man eigentlich theoretisch einmal unser Zeug holen und da verkaufen. Weil wir haben echt viel Zeug daheim. Wie viel Geld hat der? Bei Sitis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, der hat bloß 400. Übel riechender Affe. Hey! Ihr seid wie... Übel riechender Affe? Oh. Geheimgang?
Hey, ich bin eine Echse. So. Na gut, dann machen wir halt den Auftrag und dann wird schon diese ominöse Lucienne Enchanted schon mal kommen. Falltür? Wow. Was ist da mal bei ihm? Ist ja auch doof. Kommen wir gar nicht mehr hoch. Das ist eine Falltür. Man kann die Falltür nicht nach oben gehen. Die Frage ist, können wir da ins immer schön hinbeamen oder wollen wir da immer hingehen? Wir sind eine Bruderschaft. Boah, es ist schön rot. Ich glaube, da muss man uns immer... Warte mal. Ich wollte den anderen Weg mal hochgehen. Das wäre doch mal wichtiger. Vielleicht machen wir dann eine Abkürzung auf. Der Brunnen ist sicher von oben verschlossen und kann nicht ohne den richtigen Schlüssel geöffnet werden. Ich glaube, wir müssen meinen ersten Auftrag machen. Und dann können wir oben immer in den Brunnen rein. Ich bin in den Trainingsraum reingegangen. Oder wir beklauen einfach was. Irgendwie hat er den Schlüssel dabei. Egal. Wir sind zwar in der Diebesgilde, aber wollen wir ja nicht so ausleben. Ja, schau mal her, jetzt können wir sogar die Hauptquest mal wieder machen. Dann würde ich jetzt fast sagen, wir gehen zur Hauptquest. Hier gibt es natürlich bestimmt lauter Abenteuer noch zu erleben in der Stadt. Aber es ist Nacht und schlafen alle, deswegen können wir nichts machen. Jetzt war auf der Suche nach euren Wurzeln. Joffrey möchte, dass ich Baurus in Luther Broads Pension in der Kaiserstadt kontaktiere. Der Feind hat das Amulett der Könige und Baurus könnte die Spuren haben, die wir zu seiner Wiedererlangung benötigen. Da ist er, schau. Auf geht's. Die gute Stadtmusik, ja. So. Hauptquest. Und dann Piraten killen. Hallo. Wie geht's? In Ordnung. Baurus, da ist er. Ich habe schon besser. Erst einmal hinhocken. Also ich schau's. Hör zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen. Und ihr folgt dann ihm. Wow. Das Amulett ist im Besitz des Feindes. Ich habe Urias Erbe gefunden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Wir können jetzt nicht reden. Folgt mir einfach. Ich bin bereit. Gut. Denkt daran. Wartet ab, bis ja, er mir folgt. Schau mich an, ich bin eine dunkle Echse. Was er tun wird. Was mein... Wow. Ich habe einen Apfel genommen. Ich wollte aufstehen mit A. Ich wollte mit A aufstehen. Ich habe alles verpasst. Oh, danke, lieber Gott. Hallo. Braucht ihr mitunter rasch Bargeld? Also der, dem muss ich folgen. Ich schätze, was der eine wegwirft, wirft der nächste auch bald weg. Oh, ich hab bloß einen Apfel genommen. Schau, die liegen doch bloß da so rum. Hör zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Gut, aufpassen. Denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt. Schrei nicht so. Ich möchte sehen, was Mann, was schreit denn der so? Mensch, sei leise. Ach, ihr seid's. Wow. Renn nicht so.
Vor allem so dunkle, angezogene Echse folgt ihm. So komplett unauffällige Echse da. Schau mal her. Die ist ja voll vertrauenswürdig, wenn die einen folgt. Hey, wir schauen eigentlich cool aus mit denen. Bogen, silberner Bogen, ein cooler Silberpfeil. Ich mag mich. Folgt mir unauffällig, ist voll laut. Wow, nein! So, mal schauen, ob wir hier richtig sind. Wer könnte der Baudus sein? Was? Gibt es Neuigkeiten? Vincent? Endlich mal gute Neuigkeiten. Ah, schau mal her, da ist der Baudus. Okay. Dann probieren wir es einmal. Mal schauen, was passiert. Hervorragend. Bis später. Lebt wohl. Hör zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Das war so richtig. In der Ecke wird mir folgen. Hey, was war richtig? Folgt dann ihm. Du hast nichts falsch gemacht. Er hat mich doch entdeckt anscheinend. Gut. Denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Achso, er greift an. Okay. Dann müssen wir uns gleich bereit machen. Ich hätte gemeint, der hat uns gesehen, James. Ah, okay. Oh, das ist ein Daedra. Oder ein Sonnenritter. Morgenröte. Ein Morgenröter. Ah, der Morgenröter. Der feindliche Agent, der Baudus angegriffen hat, ist tot. Ich sollte herausfinden, was Baudus über unsere Feinde in Erfahrung gebracht hat. Erstmal looten. Ich habe ein merkwürdiges Buch über den Kult der mystischen Morgenröte gefunden. Ich sollte es Baudus zeigen. Ja, gut, dass es wichtig war. Ich möchte sehen, was er tun wird. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach James. In einem ungünstigen Moment erwischt. Ich hätte gemeint, wenn er mich sieht, dann greift er mich an. Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte Ich bin bloß nennt. Dunkle Bruderschaft. Ich bin kein... Sie verehren anscheinend den Dätra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Das Amulett ist Besitz des Feindes. Ich habe Ulius Erbe gefunden. Talos sei Dank, er lebt. Gefunden. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Das Amulett ist im Besitz des Feindes. Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Einmal, wenn ich es in der Hauptnummer habe, habe ich es direkt verloren. Ich habe es 9 Streams lang in der Hand gehabt und habe es einmal wen gegeben. Und dann ist es weg. An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Der klingt wie ein Werbesprecher. Wenn ihr etwas erfahrt, dann klingt... Und es gibt 99% auf alles. Wer ist eigentlich das? Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dätrische Kulte wissen. Na gut. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas hier? Über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. Wir müssen mal vielleicht noch was stehlen, gell? Und das dann verkaufen. Womit sollen wir da anfangen? Wir müssen unbedingt noch einiges stehlen und unser 50 Euro zusammen sammeln. Aber es muss ja immer was Gescheites sein zum Stehlen. Ich kann doch jetzt nicht mit Birnen kommen. Stell dir vor, ich komme in der Diebesgilde, ja. Und, hast du auch gestohlen? Ja, ja. Birnen. Wir waren nicht abgesperrt in einen Baum dran. Im Garten. Die sind runtergefallen. Ich muss schon mit was Gescheiden kommen. Da hat sowas. Schau. Nee, ist ein brauner Zeller. Nein, müssen wir mal so eine Stehltag machen. So, also wo genau war das nochmal? Ja, genau. Dem Experten für tätische Kulte. An der geheimen Universität. Da muss ich doch erstmal aufgenommen werden.
Ich brauche doch erst einmal die Empfehlungsschreiben. Eventuell kann sie mir weiterhelfen, auf Hinweise. Oh. Das ist die geheime Universität. Aber danach gehen wir aber noch zum Piraten, gell? Kann es sein, dass der Wert zu gering ist und du es nur verschenken kannst? So, schade. Ich möchte gerne aufgenommen werden, aber ich brauche ja noch die ganzen Empfehlungsschreiben. Oh. War ich da noch gar nicht? Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Ui. Uiuiui. Portal zur Erzmagier. Aber da darf ich dann rein, wenn ich dann aufgenommen werde. Oh Mann, ich brauche die Empfehlungsschreiben. Da ist sie schon, oder? Ja. Ah, ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht die. Erhielt. Wie kann ich euch helfen? Wie schnell hat die den Ding gekriegt? Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Ich habe eines ihrer Bücher gefunden. Ah ja, Erläuterungen zum Mysterium Xarxes. Herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten. Ich verstehe, den Briefträger verstehe ich. Ich glaube, dass die uns was vormachen. Die haben alle WhatsApp. Die haben alle WhatsApp in dem blöden Tamriel. Und wir? Die verarschen uns. Ich muss die mystischen Morgenröte finden. Nach ihnen suchen? Wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheit. In Skyrim war die mystischen Morgenröte fast nicht existent. Klingen zusammen. Keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Versteht man eigentlich die Frau sprechen? Ich hoffe. Dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen. Ich glaube, die Hauptquest ist gar nicht so schlecht, kann es sein? Dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle 4 Bände der Erläuterungen. Wo kann ich diese 4 Bände finden? Hier. Ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Ich habe schon Band 1 habe ich ja schon. Den 3. und 4. Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Frag doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Hm. Fincias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Okay. Geht ja richtig voran hier. Können wir manchmal mal was schauen. Ach, schön. Sprachlautstärke machen wir noch lauter. Das Problem ist, ich habe alle in der OBS mein ganzes Audiosystem zurücksetzen müssen. Und ich habe jetzt mein Sound ist ganz anders jetzt leider. Und jetzt bin ich wieder am Anfang und weiß immer nicht, wie laut mein Ding war, mein Spiel, wie laut ich war. Mit euch zu sprechen. Lasst es mich wissen, wie eure Suche nach der mythischen Morgenröte weitergeht. So, schauen wir mal kurz. Interessiert mich dann schon ein bisschen. Oh, die Beschwörungsfähigkeit wurde verbessert. Boah. Würde mich halt schon interessieren, gell? Seid gegrüßt, Novize, und lasst euch zunächst beruhigen. Mankar Kamuran war einst, wie ihr, schlafend, töricht, protonym. Da werden wir nichts verstehen bei dem Text.
Wir Sterblichen verlassen die Traumhülle der Geburt als Gleichaltartige, schutzlos bis auf die Symbiose mit unseren Müttern, um fortan zu üben und zur mystischen Einheit mit uns selbst zu finden, bis wir schließlich mit neuen Augen, ohne Not und ohne Furcht unser Heim verlassen. In diesem Moment zerstören wir es für immer und betreten die Domäne des Fürsten Dagon. Geneigter Leser, dieses Buch ist euer Tor. Ich habe Tod verstanden. Euer Tor zu dieser Domäne. Und obwohl ihr ein Zerstörer seid, müsst auch ihr euch Schlössern unterwerfen. Zu Fürst Dagon findet nur jener, der die Besonderheit besitzt, innezuhalten. Wer wie ein Narr voranstürmt, fällt dem Chaos zum Opfer. Das sage ich dir immer wieder, James. Einfach erst einmal ruhig und alles anschauen und lesen und nicht reinrennen und einfach klicken. Schlendert zunächst. Ich schlender immer, ich habe nicht einmal ein Pferd. Gebt Obacht. Die Ungeduld, die ihr spürt, ist der erste Sklave, den ihr enthaupten müsst. Echt so, James. Ich wollte vielleicht Huhn sagen. Tretet ein, wie ein Fürst Dagon vorgeschrieben. Kommt langsam und bringt 4 Schlüssel mit. Wisset, dass ihr dann zu einer königlichen neuen Art des Zerstörers erhoben werdet. In diesen Garten bekannte und unbekannte Blumen sprießen wie der mystischen Morgenröte. So werdet ihr jenen ersten Schrei erneut ausstoßen, sagen wir doch in Skyrim, und doch ist es diesmal anders. Die neue Numbiose macht euch zum Meister, verwandt dem Meister, dessen Mutter Miasma heißt. Huhn, Miasma, da sind wir dabei. Jede Himmelsgegend hat uns gekannt und bei unserem Durchzug gezittert. Vielleicht habt ihr durch Krieg zu uns gefunden, durch Studium, durch Schatten oder durch die Ausrichtung bestimmter Schlangen. Mag auch jeder Weg in seiner Art von Bedeutung sein. Der Lohn ist immer gleich. Willkommen, Novize. Dass ihr überhaupt hier gefunden habt, bedeutet, dass ihr königliche Würde besitzt. Fühlt nun in eurer Tasche. Irgendwie kann es sein, dass diese Morgenröte ein bisschen sein Jollinchi ist. Ja, bloß ein bisschen. Weil die lümmelt uns zwar ganz schön ein gerade. Ich muss bloß sagen. Also das prallt bei mir ab, was die hier einlümmelt. Ich glaube, das ist ein bisschen sein Jollinchi. Fühlt nun in eure Tasche. Und seht da, dort findet ihr, im Licht einer neuen Morgenröte schimmernd, den ersten Schlüssel. Kann schon gut sein. Auf Nacht folgt Tag. Und so sollt ihr wissen, dass diese anfängliche Einsicht hinfällig ist, wie die stürmische Abendbrandung, in der alle Glaube geprüft wird. Doch seid beruhigt. Selbst der Usurpator musste in der Liatk untergehen, ehe er emporsteigt, um eine Flotte zu beanspruchen. Fürchtet euch nur vor den Augenblick erschütternder Glaube dient, wie Wasser seinem Zweck. Im Garten der Morgenröte werden wir ganze Wahrheit atmen. Wir atmen die Wahrheit. Hab auch mal gelesen, an was die Scientology-Leute glauben. Könnte aus Stargate SG-1 kommen. Ich habe erst vorletzte Woche wieder Zeugen Jehovas vor der Tür gehabt. Ich bin immer zu nett, um die Tür gleich zuzumachen. Aber die lassen immer die Tür nicht zumachen. Die reden weiter, wo ich sage, nein, ich möchte gern Tschüss sagen zu ihnen. Geht nicht. Dann sagen sie, ich kenne das Vater Unser genau. Haben sie das schon mal richtig gelernt? Treten ein wie ein Fürst Dragon, vorgeschrieben. Kommt langsam und bringt 4 Schlüssel mit. Also 4 Bücher. Unser Orden beruht auf den Grundsätzen seiner mächtigen Doktrin. Novize suchende Ritter, Geistliche und Meister. Die Bösen sollen in ihrem Licht verbrennen, wie durch den Überfluss unserer übermächtigen Vision. Dann wird unser Wissen den rechten Pfad nicht verfehlen. Denkt jedoch daran, dass euer Blickfeld noch beengt ist und euch wohl die Einladung vorliegt, dass nicht die Adresse. Aber nicht die Adresse.
Mein eigener Ruf erfolgte durch ein Buch, das Fürst Dagon selbst in den Wüsten von Rost und Wunden verfasste. Es trägt den Titel Mysterium Xarxes. Irgendwie erinnert mich das an irgendein Marvel-Romgott. Xerxes, oder? Gesammelte Weisheit der Altmer, Vorfahr der Ehefrau aller Rätsel. Jedes Wort ist von seiner Doktrin genährt und geheim, dünner als jede Umwälzung, getrübt wie roter Trank. Dass ich es euch gegenüber überhaupt erwähne, ist ein Zeichen eures neuen Ranges, mein Kind. Das ist ein Buch, wo jeder lesen kann. Das klingt jetzt so, als würde er mit mir sagen, ich habe dich auserwählt und ich meine dich und schau mal her, du bist voll gut. Aber ich könnte das Buch jetzt genauso gut rauslegen, dann kommt der nächste Depp von nebenan, nimmt es und liest es und sagt, ich bin auserwählt. Dass ich es euch gegenüber überhaupt erwähne, ist ein Zeichen eures Ranges, mein Kind. Euer Name ist jetzt ein in sein Gewicht geschnitten. Ob Palast, Hütte oder Höhle, ihr habt alle Nebelwelten der Schöpfung zurückgelassen. Numantia, Freiheit freut euch an der Verheißung des Paradieses. Ewig soll es sich um euch bilden und erneuern. Taten als Einheit, als Systeme. Nur eine Stunde, bevor sie zu Nullsummen erblühen. Blühend wie Amtsdrachen. Amtstrachten. Göttliche Gewänder, getragen, um zu den goldenen Füßen des Fürsten Dagon zu tanzen. Also jetzt wird es langsam ein bisschen... Ja. Auf dessen ersten Arm ein Sturm, auf den zweiten ein Fluss des verseuchten Regens, auf dem dritten all der Zunder von Anu und auf dem vierten die Augen von Pardom selbst. Fühlt euch von Herzen erbaut, dass ihr diesen ersten Schlüssel besitzt. Ach, ich will nicht glauben, was beim zweiten steht. Denn er soll der verwurmten Foldis des falschen Himmels Verderben bringen. Die Heilsbotschaft laut verkündend zog ich umher, bis meine Stimme versagte. Ich hatte die Mysterien des Fürsten Dragon gelesen und verlor ob der Überfülle des Neuen den Verstand. Meine Worte fanden kein Gehör und so verbarg ich mich. Dies waren keine Worte für das geheime Volk von Tamriel, dessen Klerus vor langer Zeit gar die Entstehung der Morgenröte heuchelte. Lernt aus meinem Fehler, wisset, dass Demut die erste Erkenntnis von Manka Kamaran war. Kommt langsam und bringt vier Schlüssel mit. Ja, das wissen wir langsam. Es gibt auch einen random NPC, die solche Bücher haben. Echt? Das ist echt? Durch mein Opfer an jene Morgenröte wurden ich vom Gürtel der Gnade umschlossen. Als meine Stimme zurückkehrte, sprach ich mir in neuer Zunge. Nach drei Nächten konnte ich Feuer sprechen. Vom roten Trank und seiner Doktrin genährt, hatte ich den Pfad in den Garten kurz erblickt und wusste, um anderen vom Hafen zu berichten, musste ich mich zuerst im Meer der Suche ertränken. Wisst, dass ich meine Flotte gefunden habe. Ja, ich muss den Piraten nur töten. Der weiß das schon. Ich glaube, ich töte den Typen. Und dass ihr das Flaggschiff meiner Hoffnung seid. Seid gegrüßt, Novize. Manka Kamoran war einst so wie ihr. Schlafen, töricht, protonym, aber nun nicht mehr. Nun sitze ich hier und warte darauf, mit euch aller Welten in diesem Kosmos teilhaftig zu werden. Nu, Mantial, Freiheit. Punkt. Kommentar. Oh, Zerstörung verbessert. Oh Gott. Leute, wir müssen dann, wir können ja zwar Bücher lesen, aber jetzt kommen wir doch nicht weit voran, weil so ewig spiele ich vielleicht nicht mehr. Wir wollen aber noch den, ich wollte aber noch den Piraten auf jeden Fall noch töten. Na schauen. Wer auch immer dieses Dokument findet, ich werde ihn Bruder nennen. Ich brauche was zum Trinken. Jetzt bin ich aufgestiegen zum Bruder. Und er wollte einfach aus, wer das Buch findet. Was soll denn das für ein Schmarrn sein? Antworten sind Befreiungen. Wo die Sklaven von Malbioge die Numantia kennenlernte, ihren Kerkermeisterkönig Matstiak niederschlugen, den das Xarxes-Mysterium den Arkan nennt.
Matstiak, dessen Kadaver von seinen eigenen Knochengängern durch die Strafen geschleift wurde, dessen Fleisch auf den Felsen geöffnet wurde und dessen honigsüße Wundsekrete von jenen Engeln getrunken wurden, die ihn nicht mehr liebten und schrien, sollen alle die Wissensfreiheit kennenlernen und zu tun, wie ihnen beliebt. Oh. Wundsekrete, süß, oh. Mein Bruder, deine Ankunft wurden vom Fürsten Agon in seinem Buch des Rasenmähers. Ach, hör auf. Nein, das war so dumm. Das war zu dumm. Ich darf nicht wieder lachen. Ich darf nicht wieder lachen. Post kurz nochmal. Kein Rasen mehr. In seinem Buch der Rasiermesser vorausgesagt. Ich kann nicht. Ich muss lachen. Du sollst kommen, wenn die Götzenbilder eines nach dem anderen von dir abfallen. Du wirst von Augen verherrlicht, die dich noch nicht erblickten haben. Ich kann nicht mehr lesen jetzt so. Du vom Bauernburschen, zum Weitgereisten, zum Zerschmetterer von Höhlen gewordener, du Bruder sollst mit mir im Paradies sitzen und von allem Unbekannten befreit werden. In der Tat werde ich dir sein Buch und dessen faule, mannigfaltige Rubriken zeigen, auf das du dir in Symbolen schreiben kannst, was du bereits weißt. Die Sphäre der Vernichtung ist nur die Milch der Nicht-Versklavten. Dagon. 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 Ich tadelte deine Fehler nicht, weil sie erwartet waren und durch die Öle Gnade finden werden. Ich sehne nicht deine Stürze herbei, obgleich du ohne sie sogar mich auf der zukünftigen Erde der vollen Unendlichkeit übertreffen könntest. Fürst Dagon. Einen Hund namens Dagon wünscht dir nichts Böses, sondern etwas von großer Tragweite. Und sein Wille muss auch deiner sein. Und so sollst du von den Schriften Gottes dieses lernen. Das Ritual des Wollens. Dagon. James, willst du mich verarschen? Dagon. Ich kann auch Dagon sagen. Flüstere der Erde und der Erde zu, wohin die Unwissenheit keine Steine bringen, außer zum Blut. Da Blut Blut ist und zum Knochen zu brechen, da Knochen Knochen ist und so zu brechen und zu antworten und von dem einen zum einen zu fallen. Ich rufe dich, Drache, als Bruder von König, flammenden Gesichtes, geschwollen, geklärt, gekrönt, in Stunden, siehe das als gewollt an und so schreibe, setze Buchstaben, kerbe sie in die Zeit und ich rufe dich, Frau Schwester Königin, Höhle und Thron feucht, ermattet, geseufzt, vor der Ehe, siehe dies als gewollt an und so zur Ehelichen, zur Liebe geführt, ins niemals Gesetzte gehe hinunter in die Höhle, alter Dun, denn in der Schleimspur machen wir unsere Kinder. Und der Wanderer beachtet nicht den Spott des Schmutzes. Bist du dort, ich rufe dich herbei, ich rufe dich den stolzen Bruder im Tod, Arbeiter, Mahner, der wartenden Nehmer des Lohns, geschlagen, unbewegt, gewillt, sich vor dem Morgen zu erheben, sieh das alles gewollt an und so zu bauen mit Ziegelsteinen und Mörtel. Also dass sie da noch, ich hoffe, ihr habt es schon abgeschalten, jetzt ohne Schmarrn. Ich hoffe, ihr habt es schon abgeschalten. Ja, also dann Dagon. Aber hier, Dagon ist das Gleiche, wie Mauern gesetzt und dort so gesetzt wie der Herd. Durch diesen Hitze, ich rufe. Hä, haben die schon einen Herd gehabt? Das verstehe ich nicht. Die haben doch noch keinen Herd gehabt. Gut ausgesprochen. Dagon. Jungfrau, ungemacht, geblutet, unberührt und so immer zu rot. Zur Erde geworden. Da Ei ist Ei. Siehe dieses gewollt an.
und so zum Schauer, umgekehrt Ruin des Roten, im Wunder versetzt Geburt A.E. Fafon, Fadom. Wie ich dich in Lumpen gewickelt als selbst und selbst anrufe, als tragbaren Sommer, klug malend, alle unsere Anführer in Ernten verwandelten. Rücket, der Nehmer jetzt genommen. Also es tut mir leid, aber es war interessant, wie ich die Bücher nie richtig gelesen habe. Also ich muss echt sagen, das Buch ist schlimmer als die Bibel. Denn dies ist gewollt. Setze deine Schwerter vernünftig, wenn für tot gehaltene zurückgelassen. Siehe jetzt Gartok. Ach, das wird immer mehr, was ich lesen kann, oder was? Ay, Salomet. Ich rufe dich jetzt von Mutterleib gepeinigt. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gar nicht mehr schlafen darf. Und ich beschwöre jetzt hier was, irgendwas in mein Zimmer. Und ich mache jetzt dann aus und dann ist oben irgendwie... keine Ahnung. Der Mr. Entführbert da. Hurenschwester kommt und kommt. Kommt und kommt. Forme schwarze Schwalbe von diesen, den fließenden Geldern, deren Verkäufer golden spielend daliegen. Stern und Stadt. Von allen einen zu dem deinem einzigen Bett. Denn dieses gewollt ist der Wille. Und so schwellen sie an. Oh. Also wir haben schon einiges, gell? Wir haben schon ein Anschwellen, wir haben Jungfrau, wir haben Feucht, wir haben Kinder machen in der Schleimspur, um unterzugehen, gesetzt und betreten. Stenro. Das ist doch der Stenro, der eine. Du beschwörst mich. Wieder aufgebaut, wie Gnade, Gesichter, wie Seen und lampioniert. In Wasser gesprochen. Dies ist gewollt. Gebt in Gnade, in Tod geborene Himmel gesetzt. A.E. Oder A.Euro. 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 Ich rufe dich, Schlossschritt. Mathe-Theater. Leersatzgezähnter Beißer. Große Antwort. Bleib Himmel an. Von deiner Linie, Symbol Rinnstein. Dies ist gewollt. Festgelegte Sequenz. Mögest du diese für sie mit Schnur verfolgen? Grausiger Maschine. Janal, A-Euro, die Euro, Euro, Erde, also Erde, bin. Das sind keine Eurozeichen, gell? Durch acht segne ich die Erde, bin, wie Erde, bin. Iden von Troik. Sieben und sieben, Trunk aus Öl, eins und eins, mit feuchten. Oh, ist das ein Rezept, wo ich machen muss? Eins und eins. Mit feuchten, die Berliten gezeichnete Kreise. Nee, ich glaube nicht. Drei konzentrische. Konzentrisch ist wichtig. Konzentrisch heißt, wenn ein Kreis ein anderes Kreis, ein größerer Kreis umschließt. Und lasse ihr geringes Blut fallen, wo sie will. Eine von Amseln beobachtete Geburt. Erstes Herdfeuer, spricht das Folgende, wenn dein Gehör getrübt wird. Verzückt er, der schließlich nicht verzeichnet. Verzeichnete Sklaven, die unwissentlich das Rad drehen. Versklavt alle Kinder des Chaos, die Euro ist, die es ist. Also, 10% haben wir verstanden. Ich bin noch nicht sicher. Also 10% habe ich verstanden. Ich hoffe, es reicht. Wie viel Uhr ist jetzt? Oh, es ist schon 20 vor 0. Oh. Wir schauen uns mal kurz noch zu Piraten. Also die nächste Quest heißt dann... Ich habe mir einen zweiten Band von Manka. Büchern über das Mysterium Xarxes. Sie meinte jedoch, dass Band 3 und 4 des Werks über das Mysterium Xarxes noch nie gesehen hätte. Sie schlug vor, dass ich mit Fintias reden sollte. Dem Besitzer des Buchladens. Erstausgabe. Das machen wir nächstes Mal. Das wollte ich eigentlich machen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr. Habe ich doch gar keine Zeit mehr, Leute. Der Tag verschwindet. Ist es... Ah, oh, das ist sogar...
Das ist sogar das Schiff, wo mich schon angreift, James. Ich speichere mal kurz. Das ist das Schiff, wo mich schon angreift. Wie komme ich da rein in die Kiste? Ist das eine Kiste, wo ich rein darf? Ich kann mich nicht selber reintun. Ich habe gespeichert. Vielleicht, weil es jetzt Nacht ist, gell? Machen die keine Frachtarbeiten. Man geht einfach rein. Nicht da? Ich habe mir Zugang zur Kapitänskajüte des Schiffs Marie Elan verschaffen. Ich muss jetzt Gaston Toussaint töten. Die Christen hättest du gesehen, okay. Er ist es schon. Er ist es. Meinst du, ich kann mit ihm reden? Oh, es ist schön hier. Da gar nicht Schneeprinzens. Kann ich ihnen den Apfel geben? Wir schauen so. Ich schleich so her. Es ist so doof. Was zum Teufel? Ihr gehört nicht zu meiner Mannschaft. Ihr habt besser eine gute Erklärung auf Lager, wenn ihr dieses Schiff lebendig verlassen wollt, Landratte. Der fürchterliche Vater beschwört euch, bald wird euch das Handwerk gelegt. Was? Was seid ihr denn für einer? Ich bin ein Sonderling. Oder was? Einer dieser Bekloppten von der Kirche? Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Sein Challenge habe ich gerade gelesen. Oh, Attacke! Warum? Attacke! Sterb schon! Und Attacke! Haha! Und Bau! Und Bau! Jetzt Attacke! Sorry, ich höre schon auf damit. Gaston ist tot. Jetzt muss ich jetzt zur Zuflucht zurückkehren. Und mit Vincent. Endlich mal darf ich mit Vincent reden. Und vielleicht kriege ich den Schlüssel dann. Das ist dann ein schön. Ah! Nein! Sie kommen rein! Seid gegrüßt, Breton! Gute Bücher gelesen in letzter Zeit? Gute Bücher gelesen zur letzten Zeit? Die legendäre Geißel. Die legendäre Geißel? Das habe ich noch nicht gelesen. Es ist traurig, dass man nicht mehr Zeit für gute Bücher. Das ist dumm. Seht euch vor! Das ist so dumm. Wie geht es euch heute? Wie geht es euch? Bücher gelesen in letzter Zeit? Ich lese gerade Grundlagen der Alchemie. Ich heil mich mal. Ich mache erstmal Smalltalk. Das habe ich nie gelesen. Hatte aber immer vor, es anzufangen. Vielleicht kann ich es lesen, wenn ihr fertig seid. Das ist so dumm. Seht euch vor. Ich möchte mir aber das looten. Ich muss speichern. Kann ich nicht, oder? Doch. Ah, Mist. Es wird gefährlich. Was ist das? Was ist das, sagt der andere. Wow, jetzt sind wir ganz stark trotzdem. Was? Was? Hallo, Mayonnaise. Belesene Piraten. Hallo, Mayonnaise. Wir machen hier Spaß. Es macht hier Spaß. Was? Wo seid ihr hin? Kommt heraus, sodass ich euch sehen kann. Komm mal du heraus. Ach da. Wow. Also Mayonnaise, wir haben hier Spaß mit lustigen NPCs. Aber ich bin der dunklen Bruderschaft beigetreten. Schau mal mich an, Mayonnaise. Pass mal auf. Schau mich an.
Bin ich nicht richtig cool geworden? Bin ich nicht richtig, richtig cool geworden? Ich glaube, ich bin im Endgame. Die Köche? Na, die finde ich sau cool dazu. Du hast doch keine Ahnung. So. Wolfszügige Ziehmädchen. Schlüssel des Hauptmanns. Ah. Ja, wer bin ich schon? Ja, ich verstehe, weil sie halt zu Höll sind. Aber ich mag Silberpfeile. Was habe ich noch für Pfeile? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Mayonnaise. Die Silber, die machen halt schon ein bisschen was Edles. Schau mal zum Schild. Okay? Schau mal das zum Schild an, okay? Das geht doch. Das Schwert passt nicht dazu, das ist golden. Baron, das Schwert. Ja, ist ja hier. Passt doch. Passt immer noch nicht. Jetzt, wo du es sagst, passt es immer noch nicht. Das ist so gemein. Ich bin froh, dass ich jetzt immerhin noch ein bisschen was ausschaue. Weißt du eigentlich, wie ich heute ausgehört habe, wie ich gestartet habe? Ich habe ein Mädchenfrisurenhelm aufgehabt sonst immer. Und jetzt bin ich jetzt wenigstens mal sowas. Das ist eine Steigerung von 300%. Hallo Tim. Ja, ich wollte mal Argonier nehmen, weil ich den noch nie genommen habe. Tatsächlich. Auf dem Tisch war noch was, okay. Oh ne. Nierenwurz. Oh, Nierenwurz. Dankeschön. Danke, danke. Das ist der Huhn. Nirgendwas. Meine Lieblingsrasse, meine ist eigentlich nett, aber ich gewöhne mich jetzt an die Echsen. Ich bin gespannt, was ich dann bei Elder Scrolls 6 nehme ich schon wieder einen Menschen oder sowas als Nord. Ich lag mal rein, wenn etwas machen. Urlaub ist at point. Ja, dann stream wenigstens mal wieder. Dann kann ich dich raiden. Dann kann ich wieder Geld einsacken schon. So, hallo Tim, wir haben die Hauptquest heute ein bisschen vorangebracht, aber nebenbei der dunklen Bruderschaft beigetreten. Und das war unser erster Auftrag zur dunklen Bruderschaft. Den haben wir geschafft. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. Und dann hören wir aber auf. Wir sind jetzt eigentlich am Aufhören gerade. Hier habe ich mir einfach noch nicht so richtig umgeschaut, was hier alles gibt, aber ja, wir haben echt viel zu tun in dem Spiel. In dem Brunnen hätte ich gerne als Eingang gehabt. Hoffentlich kriege ich jetzt den Schlüssel. Ja genau, ich spiele am Controller und ich habe die Skyrim-Steuerung. Also die Skyrim-Mod. Das ist ja alles wie Skyrim aufgebaut. Aber ich musste das runterladen, also das... Ich konnte es nicht im Controller spielen ohne Mod. Du musst wirklich eine Mod runterladen, damit das Controller... Es funktioniert sehr gut. Aber es gibt es ja auf Xbox auch, oder? Oblivion. Alles für den Zehner. Auf jeden Fall ist es genau richtig jetzt. Ich hoffe, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, ist Elder Scrolls 6 da, weil in der Geschwindigkeit, wie ich spiele, dauert es echt ewig. Aber wir kommen jetzt, überlegt's einmal, wir kommen jetzt tatsächlich auf Schwierigkeit Mittel durch, gell? Mittel? Wir haben die Schwierigkeit Mittel und ich habe eine schwächere Rüstung. Lisa! Und wir kommen durch. Ich glaube, die Konsolenversion. Glashelm, der random im Wasser rumliegt. Okay.
Ja, aber ich spiele ja PC auch alles mit Controller. Ah. Oh, okay, mein Gesicht ist ja verdeckt. Lisa, leider kommst du jetzt genau beim Schluss machen, gell? Wir hören jetzt gleich auf, wir geben jetzt die Quest noch ab. Wo haben wir es denn? Hier dann. Wo ist jetzt der Typ? Und schau mal an, Lisa, wie wir ausschauen. Oh. Schau dir das an. Lisa, nicht wütend sein. Ich spiele schon 2 Stunden. Nicht wütend sein. Du hast doch gewusst, dass ich heute spiele. Oh. 2 Stunden ist zu kurz, ich weiß. Okay, dann machen wir noch Mario Kart eine Stunde lang, wie gestern, okay, Lisa? Ihr seid wie ein düsteres Geschenk ist der Vincent. Von der Mutter der Nacht persönlich. Sagt, stimmt, das ist der Vincent. Der Pirat ist also ausgeschaltet. Hervorragend. Niemand wird um ihn trauern. Und sie wir sind in der dunklen Bruderschaft, Lisa. Bitte nehmt da dieses mach mal Mord. Als das ist ein Vampir. Mit Kräften, die jemandem, der Diskretion schätzt, sehr nützlich sein können. Beste Idee. Ich habe was gekriegt, ein Schwert oder was. Ich habe halt eine Gesichtsmod drauf, die manchmal echt nicht so schön ist. Aber die Echse schaut gut aus. Aber die alten Gesichter haben mir nicht gefallen. Die sind auch nicht gut, aber mal was anderes wenigstens. Fällt gar nicht auf, dass er ein Vampir ist. Was hast du jetzt gekriegt? Hä? Hat wer aufgepasst, was ich bekommen habe? Hat wer aufgepasst? Ich habe doch ein Schwert bekommen, hat er gesagt. Oder den Schlüssel? Nee. Schwarzes Band. Ist ein Ring. Das. Ach, da! Leichte Rüstung und 5 Punkte. Sicherheit. Oh, Sicherheit, das ist geil. Hey, wir haben den ersten Ring an unserem Finger. Wir sind verheiratet. Unsere Echse macht sich verlangsam. Stern in den Ozean ruft. Ach, schön. Perfekt. Er ist offensichtlich ein Vampir, dass Leute denken, er kann gar keinen sein. Danke, James, wir haben es gefunden. Geil. Hey, wir sind jetzt richtig schon verzaubert jetzt langsam. Ja, mal schaut. Schauen wir hier, was wir für Zauber schon drauf haben. Auf unserer Echse. So, mal schauen, was wir jetzt wohl. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Der Auftrag wartet auf euch. Ich glaube, ich muss mal googeln, wie der in echt, also ohne Gesichtsmod, möchte ich gern googeln, wie der ausschaut, James. Was kommt als nächstes? Warum bist du ein Vampir? Ich wurde vor 300 Jahren vom Vampirismus heimgesucht, als ich auf einer Expedition tief im Aschland von Wardenfell unterwegs war. Fast 100 Jahre lang jagte ich im Verborgenen, bis die dunkle Bruderschaft mich fand. Okay. Heute habe ich eine Familie, die meine einzigartige Begabung nicht nur akzeptiert, sondern zu schätzen weiß. Eines Tages, vielleicht, wenn ich glaube, ihr habt es verdient, gebe ich euch eine Chance, zu einem Jäger der Nacht zu werden. Also die dunkle Bruderschaft war vorher in Skyrim am Ende schon ziemlich cool. Ich weiß ja nicht, ob das da so ähnlich ist. So. Ihr müsst einen Unfall arrangieren. Unfall? Tötet das Ziel auf die angegebene Weise und ihr werdet auf die angegebene Weise einen Bonus erhalten. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Ein Bonus? Okay, man muss es genauso töten, wie die es sagen. Aber ich mache es heute nicht mehr, wir hören jetzt auf. Das habe ich erwartet. Gut. Das Ziel ist ein Waldelf namens Banlin. Ihr findet ihn bei sich zu Hause in Brumar. Verschafft euch unbemerkt Zutritt und lasst euch nicht von seinem Diener Grom erwischen. Oh. Im zweiten Stock gibt es eine Geheimtür, die zu einem Zwischenraum führt. Aha. Dort findet ihr die Halterung eines von der Decke hängenden Kopfes, der direkt über Banlins Lieblingssessel angebracht ist. Oh nein, oder? Löst die Halterung zwischen 20 und 23 Uhr und der Kopf wird auf Banlin fallen. Wer genau weiß, wann er da ist. Sessel entspannt. Oh, das ist wieder toll. Wenn ihr Banlin auf andere Weise tötet oder seinen Diener Grom umbringt, ist der Bonus verwirkt.
Au. Geht jetzt. Möge Setis mit euch sein. Also Leute, dann haben wir einen schönen Cliffhanger. Dann haben wir einen schönen Cliffhanger. Für nächste Folge. Da muss ich ja fast schon ankündigen, wann die nächste Folge ist. Weil ich kann heute nicht so lang. Es ist schon 0 Uhr. Das wird eine geile Quest, glaube ich. Wir müssen den Kopf runterstürzen lassen auf ihn. Wann machen wir nächstes Mal weiter? Wann geht's weiter? Ja, genau. Das machen wir ganz einfach. Wir machen am... Machen wir morgen weiter. James, spielst du morgen wieder Baldur's Gate oder nicht? Schau mal das schöne Steinbett an. Das dürfen wir sogar benutzen. Ja, wieder wie heute oder anders? Ja, also ich würde morgen gerne Animal Crossing reinschauen. Da werde ich halt, ich kann ja deine VDs auch später anschauen. Ja, das werden wir... Ich wollte Animal Crossing morgen machen und Pokémon muss ja auch noch sein die Woche. Pokémon muss auch sein, habe ich schon gespeichert. So, erstmal tschüss. Ich sage mal erstmal tschüss zum Oblivion-Video. Und dann können wir mal überlegen, wann wir weiterspielen. Ich speichere nochmal. Besser ist es. Batsch. Batsch. Baldur's Gate war cool. Heute bei Baldur's Gate.